Okay. Warte, bis der Hubschrauber landet. Okay. Ach du Scheiße. Was geht denn jetzt ab? Fahrstuhl scharf machen und den Rest der Schwerkraft überlassen. Die Explosion erschüttert das Fundament, Turm stürzt ein, Chaos, Geschrei, Abspann. Wir haben nur ein kleines Zeitfenster. Klingt mich ein. Ist Gras grün, fliegen Vögel, fressen Katzen Mäuse, scheißen Ratten Flöhe. Der Mainframe ist kein Spielplatz, Murphy, mach schon. Sende die Evakuierungsdurchsage auf allen Frequenzen, damit wir anfangen können. Meine Fresse, wer hat denn dieses Manifest geschrieben? Die Antwort kannst du dir selbst denken. Johnny, jetzt bist du völlig abgedriftet. Das sage gerade ich. Na los! So. Lecko, Funny. John Wick. Die Bombe nochmal? Jetzt komm schon, wir müssen los! Molitron, Bombe ist bereit. Saka Elite im Anmarsch, los, weg! So. Schieß die Kabel durch! Oh, tschüss. Subnet speisen. Na. Ich wusste es, verdammt. Es ging dir nie um Konzernkundenismus, oder? Sondern um dein verdammtes Groupie-Output. Du würdest das nicht verstehen, Rogue. Du hast 4 verfickte Minuten. Der Hubschrauber wartet keine Sekunde länger. Tür ist offen. Arasaka-Wichser im Anmarsch. Ich lieb dich, Spider. So wie der Rest der Welt. So. Wo sind wir denn? John Wick oder was? Oh, wei, wei. So. Okay. Sind gleich am Zugangspunkt. So. Kabel rein. Und bitteschön. Eisbrecher aus dem Ausland. Kennen wir denn jemanden, der das Subnet-Protokoll umschalten kann? Sehr komisch. Hilfst du uns oder nicht? Weben, spinnen, spinnen, weben. Zeit, ein paar Fliegen zu fangen. Danke, Murphy. Ja. Und jetzt noch ein bisschen. Zwischenzeit trinken wir mal kurz was. Heiliger Cyberstrohsack, wir sind im Fernsehen. Und seht. Nun schalten wir zum Arasaka Tower, wo die Evakuierung nach einer Anschlagsdrohung durch eine unidentifizierte Terrorzelle in vollem Gange ist. Die Terroristen erklärten, ein Monument des Konzernkolonialismus stürzen zu wollen. Na. Der Bürgermeister von Night City, Embole Ebunike, erklärte, dass man jegliche terroristische Handlungen unter der geballten Faust des Gesetzes ersticken werde. Der hat wahrscheinlich weniger zu sagen als ein Mausmeister. Arasaka Tower etwas Licht auf die sich verschärfende Situation werfen. Fertig. Und jetzt raus da. Nope. Sie kommen hoch. Sofort
zum Dach, schnell! Oh. Na, was ist denn jetzt los? Shit. Das ist Adam Smasher. Johnny, lauf! Na. Die Tür ist verriegelt, aber die hält nicht lange. Lauf, Johnny, so schnell du kannst. So, und Abmarsch. Smasher. Hab's doch gesagt, Johnny Boy. Eines Tages mach ich dich fertig. Okay. Ich bin jetzt gerade etwas verwirrt. Ich weiß nicht, ob ihr auch verwirrt seid, aber ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Okay. Versuchen wir es nochmal. Deine Komplizen, wer sind sie? Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Willst du dem guten Kopf da drüben nicht mal was sagen lassen? Nun sei nicht so. Geil. Welcher Terrororganisation gehörst du an? Allein die Synchronstimme. Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Na, welcher blöder Spruch kommt jetzt? Dein Boss scheint nicht so begeistert von eurer Leistung. Na. Mann, was für ein Anblick. Mein Mann starb in diesem Turm. Na. Aber es gibt Schlimmeres als den Tod. Okay. Was kommt jetzt? Ich wollte nicht, dass er stirbt. Also ich glaube, mit VR ist das wahrscheinlich richtig krass. Wieso hast du das getan? Um deinem Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Okay. So. Okay. So. Wir laufen hier also durch eine total Psycho-Welt. Besteht aus Pixeln. In der Pixel-World. Krass ist auf jeden Fall. So. Und du? Wer bist du? Okay. War der Bioship sein Gedächtnis oder was? Okay, System Neustart. Okay.
Bin ich mal gespannt. Wo wir jetzt sind. Und wer wir sind. Bist du auf jeden Fall wieder wie? Na gut. Scheint ein kleiner Bug. Städtische Müllhalle, 2077. Zeit 4:40 Uhr. Grab dich frei. Na. Okay. Also wir können nur geradeaus krabbeln. Wie es scheint. So. Was kommt jetzt? Ich habe da ein ganz, ganz mieses Gefühl. Leute, ein ganz, ganz, ganz mieses Gefühl. Was kommt jetzt? Ja. Hör zu, Alter. Ich hab genau gemacht, was du wolltest. Also lass uns was aus. Oh. Tschüss, Dex. Arasaka-sama, Ochichiue no Satsugai Han wo mitzukemashita. Kono otoko de machigai arimasen. Hai. 1 Stunden später wird es kommen. Hilf mir. Leise. Na. Kriegen wir noch ein paar aufs Fressbrett, wenn man sagt Hilfe? Dankeschön. Wo geht's denn jetzt hin? So. Hidoi nioi da. Was erwartest du? Ich bin hier auf der Müllhalde. Und schon als Müll entsorgt. Natürlich denke ich wie Scheiße. Ist ja klar. Leute, Leute, Leute. Nee. Ich brauche deine Hilfe. Okay, was kommt dann jetzt? Ach du Scheiße. Du hast einen Fasti drauf, Junge. Das ist ja nicht normal. Was war das denn? Na? Okay. Aha. Du liebes bisschen. Ich kann
Ach du Scheiße. Leck. Na? Was ist denn jetzt los? Hey, du kippst wieder um. Ja. Halt die Augen offen. Fuck. Ja, gibt es. Ich kenne wen. Ja. Wir müssen zu einem Ripper-Doc. Schnell! Victor flickt uns zusammen. Hm. Oh, wei. Wir müssen irgendwie dorthin. Ruf jemanden an, irgendwen. Okay, schon gut. Guten Tag. Meinen Scannern zufolge sind Sie außerhalb des Versorgungsgebiets. Mhm. Komm, mich einfach holen. Ich muss zu Mistys Esoterikum. Vor Victors. Sehr wohl. Ein Wagen ist unterwegs. Mhm. Er sollte in weniger als 20 Minuten eintreffen. Was fällt dir ein? Hey! Ja. Der Direct-Link ist beschädigt. Bitte führen Sie das Kabel unterhalb des Ohrs ein, aber nicht zu tief. Zwischen seinen Lymphknoten unter dem Kopfwendermuskel sollten zusätzliche Neuralbuchsen sein. Ich versehe endlich eine Vene treffe. Stirbt er? In der Tat. Wenn Sie nichts tun, aber auch. Ja. Ich glaube, ich habe Bluse. Stellen Sie nun eine Verbindung her. Ja. Schnell, bringen wir ihn rein. Ich schaffe es nicht. Muss mich setzen. Hm. Ist das dein Blut? Mesti! Oh, wei, wei. Druck fällt. Neurogener Schock. Er stirbt. Ich schneid durchs Hinterhauptbein. Gibt keinen anderen Weg. Damit riskieren Sie. Ich weiß, was ich tue. Wow. Darf ich einfach mal sagen? Wow. Heftig. Absolut heftig. Muss ich wirklich sagen, es geht gar nicht anders. Wir leben noch. Irgendwie. Na. Komm, steh auf, wie? Es muss weitergehen. Noch nicht so gut wie dir, aber es wird jeden Tag besser. Hm. Ja. Bist du da drin? Oh, mein Kopf. Wie fühlst du dich? Weiß nicht, Vic. Es dröhnt in meinen Ohren. Ja, und wackelt alles. Diese Halluzinationen, beschreib sie mir. Es ist laut. Ich bin auf einer Bühne und kann
Na. Und dann, versprich mir nicht zu lachen, platziere ich eine Bombe im Arasaka Tower. Na. Da gibt es nichts zu lachen. Sie haben mich getötet, Vic. Hatte noch nie so eine Angst. Na. Das war zu real. Selbst für einen Wachtraum. Du hast nicht geträumt, W. Das waren Erinnerungen. Erinnerung. Auf diesem Splitter ist ein Persönlichkeitskonstrukt. Deine Träume waren seine Vergangenheit. Okay. Ich soll die Erinnerung einer anderen Psyche erlebt haben? Wie soll denn das gehen? Ihr zwei seid auf eine Art verbunden, die ich nicht ganz verstehe. Na, klasse. Ihr zwei? Ich und wer, Vic? Wer ist das? Johnny Silverhand. Ein Terrorist. Zu meiner Zeit in aller Munde. Ja, aber jetzt gerade ist das nicht das Wichtigste. Oh. Geht's noch schlimmer? Was ist wichtiger als der Terrorist in meinem Kopf? Der Biochip ist wie eine Zeitbombe. Na super. Und sie tickt. Klasse. Du hast nicht mehr lange zu leben. Maximal ein paar Wochen. Wochen. Silverhands Konstrukt überschreibt dein Bewusstsein. Übernimmt nach und nach deinen Körper. Bis du irgendwann verschwindest. Wie, es ist wichtig, dass du das verstehst. Ich glaube kein Wort von dem Bullshit, den du da ausspuckst. Weißt du auch warum? Weil er keinen gottverdammten Sinn macht. Ich weiß nicht, was mit mir passiert. Aber es muss eine logische Erklärung geben. Du bist der Beste der besten, Vic. Warum kannst du mir nicht helfen? Oh, weia, weia, Junge. Willst du die lange oder die kurze Fassung? Alles. Lass nichts aus. Kein einziges Detail. Okay, auf dem Chip war... ist ein Konstrukt, eine Psyche. Die ja. Von Johnny Silverhand. Du hast ihn in deinen Chipslot getan. Nichts passiert, richtig? Bis du tot warst. Eine Kugel in den Kopf von Dexter Deschamps. Aber wie soll man's von sowas zurück ins Leben schaffen? Na. Kleines Kaliber, du hattest Glück. Dank einer weiteren von vielen Fehlentscheidungen von Mr. Deschamps. Die Nanobots des Chips begannen, den Schaden zu reparieren. Dann nahmen sie dich bei der Hand und lockten dich weg. Weg vom Licht. Na, nett. Du bist Dr. Victor und ich bin dein Monster. Perfekt. Deinen Körper kannst du modifizieren, mit Chrom versetzen. Scheiße, du kannst ja sogar einen komplett neuen holen. Aber deine Psyche... Das ist eine ganz, ist eine Sache. Ganz andere Sache. Oh je. Aus der Sicht des Biochips sind deine Gehirnzellen ein Tumor, der rausgeschnitten werden muss. Und dein Körper eine leere Hülle für das Konstrukt. Also will dieser Scheiß-Terrorist mich ausradieren und meinen Körper für sich haben? Nicht bewusst. Das passiert automatisch und ist unvermeidbar. Keiner von euch kann es aufhalten. Keiner von uns. Scheiße. Ich erinnere mich an diesen Werbespot. Wie ging der dumme Slogan noch? Irgendwas mit Seele. Ja. Sichere deine Seele. Genau. Damit soll man mit Konstrukten kommunizieren können. Na, klasse. Ja, aber das hier scheint ein Prototyp zu sein. Irgendwie hat er es aus dem Arasaka-Labor geschafft. Können wir das Ding nicht entfernen? Und wenn wir den Chip rausnehmen? Oder deaktivieren? Beides außer Frage. Du würdest sterben. Und zwar sofort. Na, super. Also. Vic, du hast mich schon so oft gerettet. Wenn du nichts für mich tun kannst, dann... Was verflucht soll ich dann machen? Sag's mir. Bitte. Vic. Ich weiß es nicht, Kleiner. Na. Toll.
Na toll, was kommt jetzt? Verlangst zu viel von einem alten Mann wie Vic. Komm, Vic. Bringen wir dich nach Hause. Okay. Krass. Krass, einfach nur, was so in den ersten paar Stunden von dem Spiel passiert. Sehr krass. Dann starb er. Ich dachte, ich würde sterben. Mit ihm zusammen. Im Schlaf. Na. Der Schlaf ist wie ein Hauch des Todes. Das Unvermeidliche. Ich weiß nicht mal, ob ich jetzt wach bin. Ich meine, ich könnte schon tot sein, oder? Darauf solltest du dich nicht fixieren, Vi. Verdräng es. Hier, ich habe etwas Medizin für dich. Omega-Blocker. Wenn du sie regelmäßig nimmst, schreitet der Verfall weniger schnell voran. Okay. Sie sollte auch deinen Untermieter etwas ruhig stellen. Das Pseudo-Endotrizin ist von mir. Es beschleunigt den Prozess. Setzt den Dämon also praktisch frei. Rote oder blaue Pille? Eine Pille, die diesen Hurensohn wachrüttelt, damit er mich gleich umbringen kann. Hör zu. Für eine Weile wird es dir gut gehen. Aber schon bald könnte dein Leben purer Schmerz sein. Ich gebe dir nur eine Wahl, mein Lieber. Das Gehirn lässt sich überlisten. Schmerztabletten sollten reichen. Deine Psyche wird sterben, wie? Du wirst dein eigenes Ich dahinschmelzen sehen. Irgendwann erkennst du dich krass. Nicht mehr. Krass. Es ist einfach nur krass. Schmerzhaft. Aber das muss es nicht sein. Wozu brauche ich Pillen, verdammt? Warum blase ich mir nicht gleich das Gehirn mit einer Knarre raus? Weil du dann zwei Seelen töten würdest. Willst du das? Ich muss mich hinlegen. Da will man sich echt nur noch hinlegen. Hier, ich hab noch was für dich. Das hat Vic aus deinem Schädel gezogen. Ein Glücksbringer. Versprich nur, Scheiße. Dass du ein bisschen schläfst, ja? Hast du nicht gehört? Mein Zustand ist unheilbar. Was soll mir das denn bringen? Sei nicht albern. Solange du lebst, gibt es Hoffnung. Lass dir von niemandem was anderes einreden. Na klasse. Glaubst du wirklich, dass ich das überleben kann? Natürlich. Schließlich bist du schon einmal gestorben und zurückgekommen, oder nicht? Einfach nur krass. Misty, warte. Weißt du, Jackie? Ja? Er hat immer von dir gesprochen. Sehr oft. Ja, das ist immer mal nett. Wir hatten einen Streit, bevor er sich zu diesem Job aufgemacht hat. Er war nicht sauer auf dich. Ich hoffe, das weißt du. Ja. Ich wünschte nur, unsere letzten Momente zusammen wären anders gewesen. Oh je. Aber jetzt brauchst du etwas Ruhe. Also schlaf. Bitte, schlaf. Dann wollen wir mal eine Runde pennen. Mal gucken, was als nächstes kommt. Wie cool aus unserem eigenen Schädel. Na. Klasse, Leute. Ein Riesenspaß. Was kommt als nächstes? Ich muss hier raus, verstanden? Und ich töte jeden, der mich aufhalten will, dich eingeschlossen. Na. Was kommt denn jetzt bitte? Ich brauche eine Kippe. Wo hast du deine? Quatschen wir uns jetzt mit uns selbst.
geh und kauf welche. Ich brauche nur eine letzte. Was? Was für ein ranziges Joy-Toy habe ich denn da gefickt? Verpiss dich endlich. Für wen arbeitest du? Mach's Maul auf! Fuck. 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 Definitiv, Leute. Ihr seid ein und dasselbe. Dreckiger Chip. Ich reiß ihn selbst raus. Nein, warte! Ach du Scheiße. Ich werde die Kontrolle haben. Ich finde einen Weg. So ein bisschen Blade Runner haben wir hier draußen. Oh wei. So. Auf Nimmerwiedersehen, Arschloch. Aber nicht so. Steck dir eine Knarre ins Maul und drück ab. Na los. Hm? Ich spüre, wie unsere Seelen sich berühren. Ich bin wie Schimmel. Rost, zerfresse dich. Kann nichts dagegen tun. Hörst du mich? Hm? Ach, ich würde kotzen, wenn ich's könnte. Es ist nur eine Kopie des Engrams. Ich bin irgendwo da draußen. Ganz sicher. Nee. Ich bring dich um. Mach, worauf wartest du? Ja? Oh, verdammt. Krass, Alter. Krasse Geschichte. Macht Spaß. Okay, wir sind im zweiten Akt angekommen. So. Und damit sage ich einfach mal bis demnächst, euer Hannibal. Bis zur nächsten Aufnahmesession. Ich werde hier mal unterbrechen. Ciao.